1985. Neuss lebt in Berlin. Such dich, such dich, such dich, süchtig, süchtig, süchtig. Such dich, such dich, such dich. Weil der Mensch sich sucht, ist er süchtig. Danach kann man doch süchtig sein, sich zu suchen. Das ist doch ungeheuer, wer da drauf ist, hört nicht mehr auf, weil er sagt, das ist doch der Sinn des Lebens, sich zu finden. Ich hab's gefunden, da lass ich nicht mehr locker. Als ich zum Kabarett kam, habe ich dir ja eingangs erklärt, privat kann ich aber jetzt nochmal laut sagen, es ist ja alles nur eine Ausrede für etwas, was drunter liegt, ja? Und das, was drunter lag, war immer schon der Mönch. Ich musste schon immer hier irgendwo sitzen bleiben, statt rumzurennen, in mich gehen, gucken, was in mir los ist, ja? Stattdessen habe ich das immer überspielt. Na, wie jeder es heute macht, der im Berufsleben steht. Wonach suchen? Na, es gibt was zu finden, sagen wir mal so, ja? Man könnte ja sagen, na, das ist aber Opium und das ist aber Heroin. Sich ewig suchen und dann gibt's gar nichts zu finden, ja? Das ist doch, das hören wir doch von Rimbaud, das wissen wir doch von Jimi Hendrix, das wissen wir doch von all den Typen, die jämmerlich daran eingegangen sind, sich zu finden und nichts vorgefunden haben. Und die Enttäuschung war groß, besonders bei Mädchen, wenn die sowas machen. Ja, mit Drogen in sich gehen und dann nichts vorfinden, die springen leicht zum Fenster runter. Da brauchen wir eben Schulen für sowas. Ekstaseschulen. Das geht so nicht. Das gehört aber auch in die Art. Weil Ekstaseschulen sind Leistungssport. Immer, da ist ja Backbahn nur die Hälfte der Medaille. Ja? Aber gehört dazu. Der berühmte Backbahn. Ein Artist erster Güte. Ja? Der immer sagt, das wäre doch gelacht, wenn ein heiliger Mann nicht Sex machen kann. Na, wie man sieht, man kann es nicht. Man sieht es doch, man muss ja aufhören. Nicht wegen Asthma, sondern wegen der Allgemeinheit. Die ganze Welt ist gegen ihn, weil er was Falsches macht. Ganz klar. 1976. Neuss bekommt Sozialhilfe. Die Presse berichtet, dass ihm monatlich 265 Mark gezahlt werden. Zusätzlich Weihnachtsgeld. 1979. Bei einer Hausdurchsuchung werden 35 Gramm Haschisch und mehrere LSD-Trips gefunden. Vor Gericht fordert Neuss die Legalisierung von Haschisch. Das Gericht will seine Schuldfähigkeit feststellen lassen. Neuss. Ich war immer unnormal. Das ist meine Berufskrankheit. Im Übrigen fühle ich mich irre gesund. Achten Sie auf das Wort irre. Neuss wird zu 8 Monaten Gefängnis mit Bewährung verurteilt. Schrei, wenn du kannst! Und die Ärzte? Die sagen, nein, die Leute nicht in den Knast stecken. Das sind doch Kranke. Die Ärzte sollten wissen, dass das keine Kranken sind, sondern Leute, die sich suchen, also auf dem richtigen Wege sind. Wir leben in einem Staat, der Leute bestraft, die auf dem richtigen Wege sind. Hier geht es um ein kulturelles Verständnis in der Stadt von einer Sache, die die Leute alle nicht mögen und ich teilweise, wie ich ja auch überall öffentlich bekundet habe, so auch nicht mag, ganz klar. Und jetzt will ich mich nicht hier als kleiner Mönch aufspielen und als Luther verdächtig, oder irgendwas, irgendwas, aber so wie man hier in der Stadt Drogen nimmt und wie die Drogenszene sich darbietet, kann man sich über das, was die Dame oder der Lenz, den ich da als Walter bezeichnet habe, oder der Friedrich Luft in der Morgenpost, der ja sogar die Richterin aufhetzt, mich nochmal zu verurteilen. Nicht, ja? Also du musst dir das mal überlegen. Jetzt mal in die Kamera, welche brennt. Nee, dann bin ich fertig. Hallo, ihr Haschischraucher. Nehmt es mir nicht übel, dass ich in der Öffentlichkeit, weil ich prominent bin, vielleicht nicht verhaftet werde. Ich sage euch eins. Ich sitze hier an diesem Tisch nur deshalb, weil ich der Marianne Weizsäcker sagen wollte, es haben sich so viele Bundespräsidentenfrauen um Krebskranke, um Legasthenie, um alles gekümmert. Jetzt ist sie mal dran, die Marianne, und die hat ja nichts zu tun und die will immer lachen und da kümmert sie sich. Schlage ich vor, muss ich ja nicht machen. Um Knechte und Irrenhäuser. Die beiden Sachen macht Marianne Weizsäcker. Das würde ich vorschlagen. Knechte und Irrenhäuser, ja? Und ich sage euch eins. Ich gehe natürlich, ich will nie ins Gefängnis. Ich gehe auch nicht freiwillig da rein. Und ich finde auch, dass jeder, der wegen Drogen im Gefängnis sitzt,
völlig überflüssig da sitzt, aber ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich dauernd öffentlich sage, ich mache das und dafür kommen Leute ununterbrochen ins Gefängnis und ich sitze hier rum. Ich will aber nicht sitzen.